Hallo Leute und willkommen bei diesem Let's Play von Fury. Und wir spielen heute mal ausnahmsweise nicht am PC, sondern an der PS4. Tick tiefer. So, damit ihr es auch seht. Und nicht lange zögern, wir starten ins Spiel und drücken die Starttaste und dann auf neues Spiel. Und natürlich nehmen wir nicht Spaziergang, sondern Fury. Und wir schauen mal, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Ich weiß nur, dass dieses Spiel so, ja, so einen leichten Tacken von Dark Souls, Bloodborne drin haben soll. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Anfang an. Okay. Und dann starten wir rein. Und tun das, was der Harsenmann uns gesagt hat. Denke ich mal. Wir werden den Wächter töten. Mit seinen drei Gesichtern. Oder werden es zumindest versuchen. Every step you've taken from that cell. I'll make you regret. You listen to me, and you listen good. You'll never escape. Okay, das sieht ja schon mal schick aus. I swear I'll put you right back in your cell. There's an easy way and a hard way. Und dann sieht das nach ersten Kampf aus, Leute. Okay, ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Wird uns erklärt. Ja, man sollte auch mal besser zielen. Verdammt. Sehr interessant, muss ich ja sagen. I was hoping you'd try to get up, so I can hurt you real bad. Aufgeladener Schuss.
schick. Okay, ich muss das wieder machen. Mal den Hieb aufladen. Und nochmal die Kombo reinbatzen. Und das war's auch mit der Lebenslinie, die ihr nicht seht. Vielleicht sollte ich doch nochmal das Bild gleich etwas anders positionieren. Okay. Oh. Fuck. Muss ich zu ihm durch? Anscheinend nicht. Okay, nur noch ausweichen. Scheint wirklich jetzt einfach stupide erstmal ausweichen. Und genau, jetzt kann ich ihn verprügeln. Aber bevor wir weitermachen, positioniere ich wirklich jetzt erstmal kurz das Bild für euch anders. Zack, sind wir da unten. Dass da Musik von Danger steht, das ist euch ja nicht ganz so wichtig, aber so seht ihr wenigstens die Lebensanzeige vom Boss auch. Das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Und das war aus seiner dritte Lebensleiste, wie ihr seht, unten an den Kästchen. Okay, was kommt jetzt? They really hurt, don't they? Well, that was nothing. I'm gonna teach you some real pain. Okay, er ist immun. Wahrscheinlich alles so ein bisschen zusammen. Okay, das war schlecht. Ja, ja, komm hier, töte mal nicht so rum hier. Ist gar nicht mal so einfach, alle Aspekte mit einzubeziehen und gleichzeitig noch seiner Scheiße auszuweichen. Unseren ersten Lebensbalken verloren. Das muss noch besser werden, sonst sehe ich schwarz. Ich denke mal, das Spiel wird auch nicht leichter. Wirklich nicht so einfach. Verdammt, das gibt's doch nicht.
Schlag mich nicht gerade sehr gut gerade momentan. Das ist. Immer diese Attacke trifft mich. Das gibt's doch nicht. Ich glaube wirklich, man kann den erst vom Nahen treffen, wirklich dieser orange Kreis hier. Um ihn herum ist. Ansonsten pariert er alles. Ach, ich Idiot. Ich habe auch ganz vergessen, dass man ja noch einen Aufladeschlag hat. Ah, da, fette Breitseite. Was zum Teufel ist das? Irgendwie kann ich nicht mehr schießen. Und ja, wir sind tot. Ich war so ein bisschen verwirrt davon, dass wir auf einmal nicht mehr schießen konnten. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das wird so ein bisschen schlecht erklärt. So, aber alle guten Dinge sind, naja, eigentlich drei, aber wir machen es jetzt beim zweiten Mal. Uns wäre es ja extrem öde. Einmal, dann haben wir ihn auch die Leiste abgezogen. Pack. Ich finde die Musik auch sehr interessant, muss ich ja sagen. So, und jetzt fängt der richtige Kampf an. Neon Parade, okay. Da gab es eine Trophy. Diese Phase habe ich auch nicht ganz verstanden, was sie jetzt bringt, weil irgendwie passiert einfach gar nichts. Merkt schon, ich werde ruhiger, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Gibt es doch nicht. So, fette Breitseite, Kollege. Und hier hast du den. Okay.
So, dann war schon mal ein Tick weiter. Was mit den Parieren schaue ich jetzt besser hinzukriegen. Da macht er was Neues. Wow, da bin ich wieder reingegangen. Shit. Das war schlecht. Ja, Mann. Das war nice. Da wollte er nochmal nachsetzen, der Penner. Für Idis hier. Ist doch kein Stab. Ist das doof? Viel zu viel Eisen drin. Ungesund gibt's hier nicht. Okay, Maskenwechsel. Das klappt auch alles jetzt schon viel besser als beim ersten Versuch, aber ich sollte die Fresse nicht zu groß aufreißen. Ja, da fängt's schon an. Bam. Okay, da sollte ich jetzt wohl ein bisschen besser aufpassen. Zack, zack, zack. Ach, verdammt. Ja, komm schon. Der hat aber jetzt eine Reichweite. Ach, ich glaube, ich verstehe langsam dieses Prinzip auch von diesen blauen Kreisen. Ja, verdammt. Wir kommen da nicht raus und da kann man dann nicht drin schießen, sondern irgendwie sich anders aufladen. Wobei ich das dann noch nicht ganz verstanden habe mit dem Aufladen. Ja, normal macht er nur drei Schläge, der Penner. Ja, voll vorbei. Läuft. Okay, seine Schussfarbe hat sich geändert. Von blau auf lila. Ja, scheiße. Das war, weil ich gerade gesagt habe, dass es jetzt besser läuft. Ich bin direkt bestraft. Verdammt. Komm schon! Verdammt. Nur ein Tick zu langsam. Shit. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ah,
Mal ein bisschen Leben wieder. Ja, verdammt, der kommt ja auch zurück. Damit kriegt er mich irgendwie immer wieder mit dieser Nahkampfattacke. Ich bin echt gerade zu schlecht im Parieren. Obwohl das Timing ja echt noch nicht so schwer ist bei dem Boss jetzt hier, kriege ich es einfach nicht gebacken. Ja, scheiße. Scheiße auch. Denke ich nicht. Was? Das war doch ein Timing, komm schon. Boah. So. Noch die Leiste und die nächste. Da haben wir's. So, nochmal stärker. Okay. Hat auch ein bisschen so diese von den alten Bullet Hell Spielen. Was? Oh fuck. Haben wir wieder in den Nahkampf gezwungen. Jetzt sieht er die gleiche Scheiße nur im Nahkampf ab, da ich ihn nicht verletzen kann. Ah, okay, einen aufgeladenen Schlag muss ich hinkriegen. Haben wir es geschafft? War es das? War das der erste Boss? Töte den Wächter, das sieht auch gut aus. Laut Trophäe sollte er tot sein. Was mit seinen kleinen Stäbchen? You will be broken. You will go back to yourself. Das denke ich nicht, Kollege. Wenn du tot bist, kannst du gar nichts mehr brechen. Egal ob Knochen oder Witte. Excellent. What a thrill. Not your first time, right? Anyway. Naja, zweiter Versuch. We're one step closer to freedom. The bad news? There's more out there waiting for us. But don't worry. I know them. I can help. Believe me, what's waiting at the end of all this is so worth the trouble. You and me, we're in the same boat now. Now let's get the hell out of here. Ja, und mit dieser Ansage mit Get the Hell Out of Here möchte ich mich auch verabschieden für die erste Episode von Fury. Wir hören hier erstmal auf. Das war der erste Boss. Beim nächsten Mal schauen wir weiter. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich habe mich hoffentlich nicht für euch zu schlecht angestellt. Zweiter Versuch beim Tutorial-Boss, aber bei so einem Spiel. Wie, was so ein bisschen Charakter von Dark Souls hat, mit ein bisschen Bullet-Hell-Einflüssen. Ist, denke ich, gar nicht mal so schlecht.
wie gesagt, bis zum nächsten Mal und danke fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.